Der Schnee ist früh gekommen in diesem Jahr. Die Skisaison in Oberwiesenthal reicht von Mitte Dezember bis Mitte März. Hallo, mein Name ist Lisa Scharschmidt. Ich bin Skilehrerin in der Vereinigten Skischule Oberwiesenthal. Und ich möchte euch heute drei meiner Lieblingsorte im Erzgebirge vorstellen. Lisa Scharschmidt arbeitet in der Skischule direkt neben der Piste. Hier gibt es auch einen Hang für Anfänger, auf dem sie an diesem Tag mit den Kleinsten übt. Jetzt geht's ab zur ersten Empfehlung. Hoch auf dem Fichtelberg zur Naturrodelstrecke. Die Fichtelberg-Schwebebahn ist die älteste Seilbahn Deutschlands. Seit 1924 bringt sie Wanderer und Skifahrer von Oberwiesenthal auf den 1215 Meter hohen Fichtelberg. Oben gibt es eine Wetterstation und ein Hotel. Dahinter liegt der Einstieg zur Rodelstrecke. Hier sind wir jetzt am Start der Rodelstrecke. Ich mag die Rodelstrecke sehr, weil wir hier zum Saisonabschluss oft mit der Skischule runterfahren. Und für Silvester ist es eine gute Abstiegsmöglichkeit. Über 1,6 Kilometer geht es wieder runter bis nach Oberwiesenthal. Dort, in der Stadtmitte, liegt ihre zweite Empfehlung, die Kaffeebar Kiwis. Hier gibt es Kaffeespezialitäten, Cocktails und kleine Snacks. Es ist auch das Stammlokal der Border- und Skifahrerszene. Ich empfehle euch die Kiwis Bar Kaffee Lounge. Es ist hier ein schöner Ausgleich nach der Arbeit, sich ruhig mit Freunden hinzusetzen, eine Kleinigkeit zu essen und ein Trinken zu genießen. Oberhalb von Oberwiesenthal liegt der Skiwanderweg. Lisa Scharschmidt war früher Profi-Langläuferin und hat hier trainiert. Es gibt insgesamt 70 Kilometer gespurte Loipen. Auf denen geht es auch zur dritten Empfehlung, zur 10 Kilometer entfernten Räucherkerzenmanufaktur Huss. Im Laden kann man Räucherkerzen und Räuchermännchen kaufen. Diese sind eine Erfindung aus dem Erzgebirge, um die Wohnstuben mit gutem Duft zu versorgen. Mit Inhaber Jürgen Huss können Besucher Räucherkerzen auch selbst herstellen. Weihrauch, Lavendel oder Zimt. Jeder kreiert seine eigene Duftmischung. Mit Stärke und Kohle verknetet man die Gewürze zu einem Teig. Ihr seht meine Hand, die ist komplett schwarz und also ja, dass ich mir jetzt auch meine Tradition von meiner Heimat mal selber herstellen kann. Das ist wirklich einfach ja, was Schönes. Es ist eine schöne Beschäftigung, die entspannt auch. Kann man sich dann gemütlich mit der Familie hinsetzen, ein Weihrauchkerzel anmachen und ja, das halt genießen, was man hier selber herstellt. Den gerollten Teig schneidet Lisa Scharschmidt in kleine Dreiecke, die sie dann verzwirbelt. Unter dem kritischen Blick des Meisters, der dieses Handwerk noch von seinem Großvater gelernt hat. Sieht nicht schlecht aus. Also ich lasse es durchgehen. Ja. So sehen fertige Weihrauchkerzen aus. Das Besondere an diesen Räucherkerzen, sie werden mit der Spitze nach unten eingelegt. Dann brennen sie besser. Und wenn der Räucherofen dampft, dann freut sich Lisa Scharschmidt, dass sie in ihrer Heimat beides miteinander verbinden kann. Wintersport und Tradition.